Wie ihr seht, ich habe mich schon wieder auf den Dachboden verkrümelt, denn heute habe ich was Spannendes vor. Ich möchte heute einen Test machen. Klein gegen groß, Hobelmaschinen. Zum einen haben wir hier die Triton-Modelle. Das sind, denke ich, die meistverkauften in der Baugröße. Und zum anderen haben wir unsere Abrichthobelmaschine von Record Power, die ihr wahrscheinlich aus unserer Werkstatt kennt. So. Und wenn ihr jetzt denkt, ist doch klar, wer da gewinnt, darum geht es hier gar nicht. Wir wollen einfach nur mal zeigen, was geht mit so einer kleineren Maschine, bis wohin kann ich da arbeiten, was für Projekte kann ich damit realisieren und ab wann lohnt es sich doch, in ein bisschen größeres Modell zu investieren. Und damit es jetzt auch losgehen kann, müssen wir erstmal unser Holz vorbereiten und das im Schnelldurchlauf. Das hier ist übrigens Kirschholz. Das ist, wenn die Rinde dran ist, noch ziemlich gut zu erkennen. Da sind nämlich diese Querriefen drauf. Das Ganze ist jetzt 1,40 Meter lang. Ich denke, das wird schon grenzwertig. Wir haben es uns verkniffen, hier mit 2 Meter Bohlen anzukommen, weil das ist, glaube ich, für die Maschine wirklich ein bisschen too much. Aber wir versuchen es hier mit den 1,40 Meter und ja, Schluss mit dem Gequatsche, ran an die Maschine. Wir starten also mit dem Triton Abrichthobel. Wir haben hier eine Hobelbreite von 152 mm. Darauf habe ich mir natürlich mein Brett abgestimmt und das ist wirklich, also ich gehe da wirklich an die Grenze und gucke mal, wie das funktioniert. Außerdem hat die Messerwelle zwei Messer, auch leicht zu handeln. Ich konnte die einfach ganz alleine hier auf den Tisch stellen. Wie ihr auch unschwer erkennen könnt, ist mein Brett deutlich länger als die Maschine selbst. Aber ich denke, auch wenn es an der Grenze ist, ich kriege das schon hin hier. Wir probieren es. Schritt 1 ist jetzt, die komplette Fläche abzurichten auf der kompletten Breite. An dieser Stelle brechen wir jetzt ab mit den 1,40 Meter, denn die sind zu lang. Der Tisch ist leider zu kurz, wir hatten zu wenig Auflage. Deswegen haben wir am Anfang, obwohl ich die hohle Seite schön zum Tisch hatte, vorne abgenommen und dann immer weniger. Wir haben das Ganze dann noch einmal umgedreht und haben von hier gestartet, haben abgenommen und es wurde immer weniger, weswegen wir jetzt ein recht bauchiges Werkstück haben. Wir haben hier vorne 30 mm, in der Mitte haben wir 40 mm und ganz am Ende nur noch knapp 20 mm. Also haben wir hier wunderschöne Maße, um ein Möbel zu bauen, nur ärgerlicherweise an einem Stück. Das heißt, hiermit lohnt es sich auch nicht, noch an den dicken Hobel zu gehen, denn das würde dann genauso krumm und schief wieder rauskommen. Nehmen wir uns gleich mal ein Stück mit 70 cm. Wir halbieren das Ganze und gucken, wie der Hobel da arbeitet. Dieses hier nehmen wir aber später natürlich mit in die Werkstatt und probieren am großen Hobel da nochmal was rauszuholen. Ich stelle fest, die 70 cm hat er richtig gut gemacht,
Damit kann ich auf jeden Fall leben. Also halten wir fest, für richtig lange Werkstücke sind diese Tabletop-Maschinen nicht geeignet. Und das Ganze liegt nicht daran, dass es eine Triton-Maschine ist. Ich habe das hinter den Kulissen auch mal mit anderen Herstellern probiert, auch in derselben Größenordnung, und es ist einfach zu wenig Auflage. Mit den 70 cm bin ich aber vollstens zufrieden und da führt jetzt kein Weg mehr an dem dicken Hobel vorbei. Nur nicht so. Nicht ganz so elegant. Auf die 70 cm ist das ein echt gutes Ergebnis. Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Wir sind jetzt in der großen Werkstatt angekommen und wollen mal den großen Abricht- und dicken Hobel von Record Power testen. Dafür habe ich hier ein bisschen Holz vorbereitet. Und zwar testen wir erstmal die kleinen, kurzen Stücke. Die sind 1 Meter lang und dann habe ich für später noch mal 2 Meter lange. Da gucken wir mal und prüfen das Ding auf Herz und Nieren. So, wie ihr sehen könnt, ich habe fleißig gehobelt. Meine 2 Meter Bretter habe ich sogar auch schon verleimt für ein nächstes Projekt. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das kommt erst ein bisschen später online. Und bevor das Video hier jetzt endet, möchte ich natürlich noch ein kleines Fazit abgeben. Ihr habt ja gemerkt, das Video ist jetzt kein Battle Maschine gegen Maschine, sondern wir wollten einfach mal auch für euch zu Hause, da sich ja viele fragen, welches Gerät sollte ich mir anschaffen? Welche Größe ist am besten für mich zu Hause? Reicht mir die Tabletop-Variante oder sollte es doch schon eine große Standmaschine sein? Das haben wir für euch geguckt und wir fangen mit dem Fazit jetzt bei der kleinen hier mal an. Starten wir hier jetzt erstmal mit der einzigen Einschränkung. Wir haben im Video ja gemerkt, als wir unser 1,40 Brett hatten, das wird ein bisschen schwierig hier abzurichten. Kleinere Teile kein Problem, aber bei den längeren kriegen wir einfach kein gutes Ergebnis. Natürlich kann man jetzt sagen, ich verlängere mir meinen Abnahmetisch gerne. Man kann auch sagen, ich gehe da mit dem Handhobel vorher ran oder mit dem Elektrohobel. Aber da stellt sich halt so die Frage, macht das Sinn, wenn ich mein Werkstück vorher von Hand abhoble, um es danach abrichten zu können? Das müsst ihr selbst entscheiden. Ich würde dann lieber zu einem großen Standgerät greifen. Ansonsten bin ich von diesem Gerät eigentlich total überzeugt. Für kleinere Werkstücke ist das echt optimal. Wir haben einen stabilen Anschlag und auch einen super stabilen Abnahmetisch, denn der ist als ein Guss mit dem Korpus verbunden. Und da wackelt nichts. Wenn wir breitere Werkstücke haben, dann jault der Motor schon ein bisschen auf. Aber das ist ja auch verständlich. Es ist jetzt kein Riesenmotor wie in einem Standgerät.
Das gleiche gilt auch für den dicken Hobel. Da gibt es ja jetzt nicht so viel einzustellen, außer die Höhe. Und wenn wir da mit einem gut abgerichteten Holzstück arbeiten, bekommen wir da auch perfekte Ergebnisse. Für euch zu Hause also, macht bitte den Kauf eurer Maschine nicht von der Größe eurer Werkstatt abhängig, sondern davon, was ihr hauptsächlich später bauen wollt. Wenn ihr Türen, Schränke, Betten bauen wollt, dann greift lieber zu so einer Maschine. Wenn es sich aber im kleinen Bastelbereich oder Kleinstmöbelbereich aufhält, dann auch gerne eine kleine Tabletop-Variante. Das Fazit zu der großen Maschine. Leute, seit 2,5 Jahren wird auf diesem Kanal mit dieser Maschine gearbeitet. Ihr könnt euch alte Videos angucken. Es wurden schon unzählige Möbel damit gebaut. Und ich denke, das ist Fazit genug. Die Maschine funktioniert einfach. Ach so, und natürlich, kommentiert gerne, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, damit wir uns beim nächsten Mal nicht verpassen. Bis dahin, tschüssi!